Heute zeigen wir euch unsere persönlichen Top 10 Ausrüstungsgegenstände beim Campen. Nach 3 Monaten permanent on the road haben wir jetzt alles getestet und geschaut, was brauchen wir viel, was ist praktisch, was ist sinnvoll, und das zeigen wir euch heute. So eine Schale hier ist super praktisch. Die gibt es auch noch praktischer zum Zusammenfalten, die haben wir leider noch nicht. Aber damit, wir nutzen die für alles. Du kannst dreckige Wäsche reintun, wir nutzen die zum Abwaschen, wir benutzen die, um dreckiges Geschirr drin zu lagern, Kleidungen, was auch immer. Aber so eine Schale ist genial. Vor allem für die Leute von euch, die oft mal wild campen, so wie wir, ist unser Wasserkanister echt super. Wir füllen damit Wasser aus dem Fluss, aus öffentlichen Toiletten oder wo auch immer wir Wasser finden, und füllen das danach in Rocky. So, diese Mikrofieber-Handtücher sind echt genial, weil die trocknen super schnell, sogar bei richtigem Scheißwetter. Unser Grill, super praktisch, wir können den überall mitnehmen. Funktioniert halt so, Holzkohle da drin, Rost und ein paar Bratwürstchen. Der ultimative Tipp für alle, die auch im Winter campen gehen, und vor allem für alle Frauen: mit der Wärmflasche habt ihr nie wieder kalte Füße im Van. Wenn ihr auch immer so viel Sand im Camper habt wie hier, dann ist dieser Feger echt Gold wert. Und natürlich auch für allen anderen Dreck. Damit wir überall wild stehen können, haben wir auf Rocky ein 300 Watt Solarpanel installiert. Wir haben sehr viel Solarenergie und deswegen haben wir uns dafür einen Kompressorkühlschrank entschieden, weil die besser funktionieren mit 12 Volt. Die Opferkeile, um Rocky besser zu positionieren, wenn wir schief stehen. Funktioniert so. Hinten für Festen, vorne für Flüssen. Und unten gibt es einen Wasserkanister für das Flüssige. Für Männer funktioniert das super, solange dass man nicht steht. Für Frauen, man braucht ein bisschen Übung. Wenn wir Lust haben und Zeit, dann machen wir vielleicht noch ein Video für euch mit allen Gegenständen, die wir mit haben, aber wirklich nie brauchen. Also, seid gespannt!